Wolf präsentieren uns unseren, ihren, nicht unseren, um Gottes Willen, MGB GT Coupé, Baujahr 1965, mit 95 PS, 1,8 Liter fast. Das Fahrzeug wurde 1991 komplett restauriert in Deutschland. Das bekannteste deutsche Auto nicht fehlen, nämlich ein VW. Und die ganz einfache Ausführung, sage ich mal, die 1200er Limousine und dann doch ein bisschen für den Export aufgemotzt. Nee, ist klar, unsere war zu Anfang nicht ganz so schön. Baujahr 1964, 58 PS. Es wurde im August 48 Jahre alt. Volvo, dem Volvo PV 544, Baujahr 1961. Meine Damen und Herren, vertun sich nicht in dem Auto. Das hat immerhin schon damals seine stolzen 120 PS gehabt mit 2 Litern. Er wurde 1944 vorgestellt und über 20 Jahre bis 1965 äußerlich nah ein Italiener, nicht der letzte, aber einer der ersten unter den vorzustellenden Fahrzeugen, der Alfa Romeo Spider, Baujahr 1962 mit auch immerhin 130 PS unter dieser kleinen Motorhaube, wird uns von Uto Hohmann und Bernd Hohmann präsentiert und hat heute Geburtstag, wird nämlich 30 Jahre alt, aber diesmal ein 40-jähriges. Jan Neumann und Oliver Herz präsentieren uns den MGB GT, 95 PS, 1,8 Liter, eigentlich 1972 für den britischen Markt gebaut. Er wurde aber auch dann für den Export in die präsentieren uns ihren Mercedes-Benz 170 S Cabriolet B aus dem Baujahr 1950, sage es noch einmal, mit 52 PS. Er war in der Weiterentwicklung des Modells 170V, die 1949 Ford Capri 2 1,6 GL, Baujahr 1976. Und da die Bettina Lankes am Steuer sitzt, wird es auch als erstes genannt, mit ihrem Begleiter Andreas Samm. Das Fahrzeug befindet sich noch im Originalzustand. Es ist der Birthday to you, kann man auch hier wieder sagen. Ein Fahrzeug der Baureihe 1952 und damit 60 Jahre alt. MGTD, ebenfalls 54 PS von Ferdinand Austin und Marco. Die beiden Damen Alexandra Lechner und Anja Kroth präsentieren uns hier ihren Mercedes-Benz, die Pagode 230 SL, Baujahr 1964 mit 150. Mehr macht er nicht. Unseren Oldtimer-Freunden, die ständig bei uns sind und auch immer wieder zusehen, kein unbekanntes Teilnehmerpaar. Aber wieder mal mit einem anderen Fahrzeug, ein MGA Roadster MK1. Mit 1,6 Litern aus dem Baujahr 19. Anton Pegel kommen mit ihrem Lotus Exel SE im Originalzustand. Ja, meine Damen und Herren, ohne Restaurierung. Und wenn ich denn da so hingucke, dann muss ich dann auch sagen, Baujahr 1986 haben wir leider noch kein. Herbert Tulocierki und Roswitha Boschmann präsentieren uns heute den Triumph 2000 Roadster, Baujahr 1948, 68 PS. Dieser Roadster wurde eigentlich für den englischen Markt gebaut und auf die Isle of Wight ausgeliefert. Über die Zwischenstation